Giftige Pflanzen für Hunde. Welche Pflanzen stellen eigentlich für Hunde, ganz speziell für erkundungsfreudige Welpen, eine große Gefahr dar? Sie werden erstaunt sein. Gleich gibt sie Infos dazu. Giftige Pflanzen für Hunde, das sind Agave, Alpenveilchen, Amaryllis, Azalee, Birkenfeige. Und auch alle anderen Fikusarten, der blaue Eisenhut, Buchsbaum, Buschwindröschen, Bilsenkraut, bittersüßer Nachtschatten, Christusstern, die Chrysantheme, Clivie, Datura, die Eibe, Eisenkraut, Engelstrompete, Fingerhut, Geißblatt, gefleckter Schierling, Goldregen, Geranie, Gummibaum, das Herzblatt, Hortensie, Hyazinthen, Herbstzeitlose, der Kirschlorbeer, alle Arten der Lilien, das Maiglöckchen, Oleander, Orchideen, Osterglocken, Passionsblume, Pilze, Philodendron, Rhododendron, Rainfarn, Rittersporn, Riesenbärenklau, Schierling, Wacholder, Wiesenbärenklau, Weihnachtsstern, Tollkirsche, Thuja, Zeder und viele mehr. Und was sind die Symptome? Das sind eigentlich so die Symptome, die auch sonst bei Vergiftungen üblich sind, wie zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, teilweise auch blutig, dann auch Herzrasen, Apathie, versteckter Speichelfluss. Verfärbte Schleimhäute, die können dann besonders blass oder auch blau gefärbt sein. Zittern, Muskelkrämpfe, Ohnmacht, gegebenenfalls noch Blut im Urin. Es kann auch zu einem Koordinationsproblem kommen, also zu einem Taumeln, zum Hinfallen. Ja, und die Vorgehensweise ist auch wie bei anderen Vergiftungen gleich nach der Einnahme, also wenn Sie es beobachtet haben, dass Ihr Hund, das sind dann ja in erster Linie Welpen, halt in einer Pflanze geknabbert hat, dann bitte wieder zu den Kohletabletten greifen und danach dann sofort zum Tierarzt oder eben in die nächste Tierklinik. Bei den Pflanzen, die ich eben genannt habe, handelt es sich sowohl um Zimmerpflanzen als auch Pflanzen, die Sie vielleicht in Ihrem Garten haben oder die es in der freien Wildbahn gibt. Dabei sind nicht die Pflanzen immer komplett giftig. Es kann auch durchaus sein, dass die Wurzel giftig ist oder Blätter oder die Früchte. Und falls Sie sich unsicher sind, ob jetzt das Teil dieser Pflanze denn auch wirklich für Ihren Hund giftig ist, rufen Sie einfach Ihren Tierarzt an und sprechen Sie mit ihm, klären das ab. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig.